Jo, hallo Vespa-Fans. Und weiter geht's im Kanal mit einer Vespa BK 125 XL Elestart. Jo, dann fangen wir mal hier an mit der Fahrzeughistorie. Also der alte Brief, der neue Brief und Fahrzeugschein ist vorhanden. Die kommt, also Erstzulassung war 1990. Das ist auch eine, es kommt hier gerade noch eine Vespa angeflogen. Ja, also die hat eine sehr seltene Fahrzeugidentnummer VVM1T. Habe ich mal geschaut, findet man kaum was dazu, aber das ist Original Biagio mit 5 kW. 90 hat man schon gesagt. Fahrzeugpapiere anbei, nur einmal Schlüssel. Und TÜV-frei war die noch bis 21, hatte 2, 3 Jahre gestanden. Die 125er BK, die habe ich jetzt mal sauber gemacht, abgewaschen und so weiter, damit wir ja auch was sehen können. Die Gummimatten mal runter, damit wir auch sehen, wie es hier unten drunter ausschaut. Gelaufen hat sie laut Tacho 6.874 Kilometer. Die wurden mir beim Kauf auch bestätigt. Jetzt hat es aufgehört mit Regnen. Dann machen wir mal draußen weiter. Ja, das ist im Tageslicht ja 10-mal besser. Können wir viel mehr erkennen. Ja, die ist so allgemein auch gut erhalten. Die ist auch mal lackiert worden vor gut 20 Jahren. In der gleichen Farbe oder zumindest in der ähnlichen Farbe, wie sie schon vorher war. Ja, zweckmäßige Lackierung ist das, aber vernünftig. Auch hier werden wir wieder das volle Programm finden. Ne? Flugrost, Beulen, Dellen, Kratzer, alles wird hier mitverkauft. Ja, dann machen wir wie immer ein paar Nahaufnahmen. Da gehen wir mal hier vorne übers Beinschild. Fender. Hier sind Kratzer dran. Kaskade sitzt fest. Beinschild von der Seite. Fender. Ja. Gehen wir mal hier über den Lenker. Hier unter den Gummimatten. Hier ist ein bisschen der Lack abgegangen wieder, aber das sprühe ich mit Fett ein und da ist das auch wieder gut und konserviert. Hier der Rahmen. Hier Gebrauchsspuren wird man finden. Auch hier aus an der Kante und hier unten an den Kanten habe ich gesehen. So, gehen wir nochmal hier nah ran. Ja, schöner Daily Driver. Hier für die Abdeckung hier hinten. Der Sitz geht aber schwer auf hier. Ja, schauen wir mal hier drunter. Auch gut erhalten. Eins zu 50, das habe ich selber drauf geklebt. Weil es ist ja kein Öl mehr im Tank. Könnt ihr mal reinfilmen. Keine Ahnung. Den werde ich jetzt nicht ausbauen und kontrollieren oder machen. Deswegen Oldschool 1 zu 50. Da müsst ihr halt selber mal nachschauen. Mal überprüfen. Also Service ist hier auch nicht gemacht worden. Weder Ölwechsel noch sonst irgendwas. Da müsst ihr euch auch selber drum kümmern. So, wir trinken einen, dann geht's weiter. So, Licht ist an. Gehen wir noch mal in den Tank rein. Da sieht es auch vernünftig aus. Weiß gar nicht, ob wir hier schon über den Rahmen waren mit der Kamera. Ja, kleine Gebrauchsspuren und so weiter sind halt überall dabei im Kaufpreis. Oh, da war ich noch gar nicht drin. Schauen wir mal rein hier. Handschuhfach, da ist das Original blau. Ja, die gute, die ist auch voll fahrbereit und funktionstüchtig.
Da drehen wir nachher noch eine Runde mit dir. Jo, fahren wir erstmal wieder rein und schauen uns das mal an hier, was hier alles funktioniert. So, Zündung ein. Die ist hier mit Elestat, ne? Habe ich ja schon gesagt. Müsst ihr hier auch die Bremse ziehen. Dann ab den Startknopf. Hören wir uns das mal den Motor an. Super. Automatik. Beleuchtung. Haben wir hier schon mitgekriegt hier. Machen wir mal das Lämpchen wieder aus. Tachobeleuchtung. Blinker. Rücklicht, Blinker, Bremslicht, geht alles. Ja. Macht alles so, wie es sein soll. Licht. Aufblendlicht, Abblendlicht. Ja, geht. Passt. Ja. Eine neue Batterie habe ich noch eingebaut hier. Können wir auch gleich mal hier rein filmen. Ja, wir gehen wieder raus, können wir besser erkennen alles. Hier auf den Seitendeckel, das sind nur Kleberrückstände, bei hier ist normalerweise so ein Filz drauf. Gehen wir auch noch mal hier rein. Müssen wir wieder Beleuchtung anmachen. Da ist so ein Filz drinne. Zur Geräuschdämmung oder so. Ich kann jetzt nichts sehen. Ich filme einfach mal so rein. Ja, Automatik halt, ne? Ist etwas anders aufgebaut wie die normale Viergang-BK. Der Tank ist anders. Motoraufbau. Die Aufhängung vom Motor ist etwas anders gelöst. Ja, schöner Daily Driver, sage ich mal. Wenn man so eine Vespa-Sammlung hat, dann kann man ja mit der rumfahren. Da kann man die anderen schon. Aber oftmals sind das mehr die Mädels, die sowas suchen hier. Automatik, die keinen Bock haben auf diese Schaltvorgänge. Wenn das nicht ordentlich geölt ist, dann ist das auch immer schwergängig. Da macht sich so ein Automatikroller immer gut. Hier waren wir ja auch schon drin. Haben hier reingefilmt. Ja, so sieht es aus hier drin. So weit, so gut. Ich denke mal, das ist immer erstmal von der Seite soweit klar. Jetzt mache ich die Gummimatten wieder drauf. Und dann legen wir die gute mal auf die Seite ins Gras und schauen die uns mal von unten an. Zack. So, da liegt er. Gehen wir mal hier übers Trittbrett. Bisschen Flugrost. Wird man finden. Hier vorne. Ja, hat sie bis hier einlackiert und das war's. Freilauf ist super. Und auch kein Klackern. Freilauf ist hinten auch spitze. Und minimales Spiel ist aber eigentlich normal. Michelin-Bereifung, aber die ist auch schon etwas älter. So, dann gehen wir noch mal hier rein in die Karosse. Licht ist noch an. Schmutz ohne Ende. Ja, Stoßdämpferaufnahme. Ja, seht das, ne? Passt. Anlasser hier ist das. Jo, Flugrost wird man finden hier ringsrum. Auch von unten, hier und da. Aber ist trotzdem ein guter Erhaltungszustand. So, machen wir weiter. Leider habe ich doch kein Wachs mehr. Dann machen wir hier noch ein bisschen
die Kante außen. Bisschen Multispray auf beiden Seiten zum Schutz. So, dann wollen wir mal raus. Ja, schiebt, fährt, kommt gut auf über 80. Was will man noch mehr? Läuft einwandfrei. Was mir noch aufgefallen ist, dass die Tankanzeige hier nicht funktioniert. Vielleicht hängt der Schwimmer oder so, da müsst ihr auch nochmal nachschauen. Nein. Hält gar nichts von. Nein, ich auch nicht. Sonst sind wir ja eigentlich durch mit dem Roller hier. Voll fahrbereit, funktionstüchtig, Fahrzeug. Papiere, alles vorhanden. Übergelackiert, übergeduscht. Oh, yeah. Gut 20 Jahre her, zweckmäßig. Läuft super, fährt einwandfrei. TÜV kann ich auch noch machen, wenn ihr das haben wollt, gegen Aufpreis. Fahre ich die auch zum TÜV. Ja, dann sind wir durch. Hängen wir noch ein Vespa-Burn hinten dran, wie immer. Bei Aufnahmen noch. Und dann sage ich mal Tschüss. Bis zum nächsten Vespa-Roller. Ciao. Fällt mir noch was ein, was wir damit reinmachen können. Ich habe hier noch eine BK50 Automatik.
Das ist aber eine Ratte mit Rost, Motor läuft, bisschen undichter Krümmer oben und noch eine Garelli, ein Scheunenfund. Das sind die beiden Fahrzeuge noch, die nächsten Tage noch reinkommen. Und ja, das ist ja vielleicht ein guter Ersatzteilträger noch für den hier, ne? Weil es gibt ja nun nicht allzu viele Ersatzteile mehr, atypisch, was Motor angeht, hier Variomatik und so weiter. Da ist das interessant. Ja, und dann, ne, was ich immer wieder vergesse, Like-Button drücken, haut es mal richtig drauf unten, donnert mal richtig den Finger weg auf dem Computer. Und dann, jetzt sagen wir Tschüss, bye bye, bis zum nächsten Roller. Ciao. Weißt du Bescheid, ne?